Hi, willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute zeigen wir euch, wie wir Feuchttücher für Babys selber machen. Wir wollen heute Feuchttücher für Babys selber machen und zeigen euch jetzt mal, wie das geht und was wir dafür alles brauchen. Wir benutzen dafür die Popolini Windeleinlagen von den Stoffwindeln. Die sind zu 80% biologisch abbaubar, sollte man also nicht unbedingt ins Klo werfen, sondern die gehören in den Restmüll. Die haben wir jetzt hier schon zurechtgeschnitten, dass man die dann, wenn man sie auffaltet, hier so ein Stück hat. Und haben die jetzt schon mal so zusammengefaltet und bereitgelegt. Zum anderen brauchen wir Bio-Kokosöl, das damit reinkommt. Und wir haben jetzt Flaschenwasser benutzt, weil das aus der Leitung enthält einfach zu viele Schadstoffe. Es wird zwar eh nochmal abgekocht, aber sicher ist sicher. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum wir das Ganze machen. Natürlich kann man die auch im Laden kaufen für günstiges Geld, aber wir haben uns da etliche mal angeschaut und die Inhaltsstoffe, die gefallen uns einfach nicht. Da sind ja etliche Duftstoffe innen, Parfüm und teilweise sogar Alkohol, Glycerin und ganz verschiedene Parabene und so weiter. Und wir finden einfach, dass das nicht an den Hintern vom Baby kommt. Deswegen machen wir uns die selber. Zu Hause verwenden wir eigentlich nur frisches Wasser mit einem Waschlappen. Aber wenn man dann mal unterwegs ist, braucht man natürlich irgendwas, um den Windelbereich reinigen zu können. Da hat man natürlich nicht immer einen Waschlappen dabei. Außerdem ist das blöd. Deswegen machen wir den selber und bewahren die dann in der Tupperbox auf. Das Ganze hält sich dann ungefähr 2 Tage im Kühlschrank. Muss man natürlich immer wieder neu machen, aber es geht zack, zack. Dauert nicht lang, man benötigt nicht viel, wie ihr seht. Und wir finden die Idee super. Genau deswegen machen wir das Ganze. Wie ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, ist wichtig, dass wenn ihr jetzt so Windeleinlagen nimmt, diese Fleece, dass ihr die nicht ins Klo werft, weil die eben nicht biologisch abbaubar sind, nicht komplett zumindest. Und dann dauert es einfach zu lang, bis die zersetzt werden und es verstopft teilweise auch die Kanalisation. Deswegen gehören die einfach in den Restmüll. Besser ist es natürlich noch, oder wer es zu Hause hat, man kann natürlich auch noch so alte Handtücher zerschneiden oder irgendwelche alten Waschlappen nehmen, die man dann einfach in Stücke schneidet und die verwenden. Und die kann man dann immer wieder waschen. Spart natürlich dann Müll, ist natürlich auch eine super Idee. Wir haben jetzt aber nur, wir haben eben reichlich von diesen Windelflies da, weil wir auch mit Stoffwindeln wickeln. Darüber machen wir mal noch ein anderes Video. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach die mal. Wie gesagt, man ist ja auch nicht ständig unterwegs und wir machen ja auch nicht jeden zweiten Tag diese Tücher, sondern das ist wirklich jetzt nur, wenn wir wissen, wir sind länger außer Haus, dann machen wir uns diese Feuchttücher. Genau. Wir haben jetzt hier einen Topf, da tun wir das Ganze rein, dass sich diese Windelflies vollsaugen können, bis das Ganze dann abgekühlt ist. Und danach tun wir es erst in die Plastikbox, in der wir es dann aufbewahren. Wir wollen jetzt nur nicht das heiße Wasser in die Box kippen. Und dann tun wir einfach diese vorbereiteten Flies in den Topf und füllen uns ca. 200 ml Wasser ab. Und kippen die auf die Vlies. Und hier das Kokosöl ist jetzt natürlich noch fest, weil es aus dem Kühlschrank kommt. Das kommt da jetzt einfach mit rein und löst sich ja ganz schnell auf. Dann kann man es nochmal durchrühren und dann saugen sich die ganzen Vlies mit dem Kokosöl voll. Und der Hintern vom Baby riecht immer gut. Das Kokosöl ist natürlich auch super, weil es antibakteriell wirkt. Und zusätzlich den Windelbereich einfach pflegt. Wer möchte, kann da jetzt natürlich noch auch irgendwie ätherische Öle mit rein tun, einfach auch noch für den Geruch. Man muss auch kein Kokosöl verwenden, man kann da auch, was weiß ich, Sonnenblumenöl verwenden. Man kann es auch einfach nur in Kamillentee kochen und das pflegt ja genauso. Aber wir haben uns fürs Kokosöl entschieden, weil wir das immer da haben und weil wir das auch für uns selber zum Pflegen benutzen und genau das Richtige für den Windelbereich ist. Warum das Ganze so wichtig ist, kann sich ja jeder denken. Durch das feuchte Milieu, sage ich jetzt mal, in der Windel und durch das, dass das ja auch so warm ist,
ist es natürlich da unten sehr beansprucht und auch wichtig, dass man das einfach pflegt, sonst kriegt das Baby dann einfach einen wunden Popo und das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen einfach natürlich pflegen, das ist uns wichtig. Bevor wir da jetzt ewig viel Geld im Laden ausgeben, nutzen wir jetzt einfach diese Variante, die erscheint uns für am besten. Wie gesagt, man kann natürlich auch alte Stofffetzen nehmen und die dann im Wäschenetz einfach immer mit den Stoffwindeln waschen. Wir haben nur jetzt reichlich von diesen Vlies da, noch andere Packungen auch und haben jetzt einfach die mal dafür verwendet. Das Wasser ist jetzt abgekühlt und wir können das Ganze jetzt in die Tupperbox füllen, um es dann in den Kühlschrank zu stellen und dann ist das Ganze auch schon einsatzbereit. Wir tun jetzt einfach noch ein bisschen von dem Kokosölwasser damit drauf. So. Jetzt schwimmt es auch so ein bisschen noch in den Wasser und jetzt machen wir das Ganze zu, lagern es im Kühlschrank und dann können wir es auch schon verwenden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch oder teilt uns mit, wie ihr das Ganze bei eurem Baby handhabt. Und wir hoffen, euch hat das kleine Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!